Sagt dir ein Kunde am Telefon, ich mache nichts am Telefon, dann antworte doch einfach mal, da haben Sie recht, das mache alles ich für Sie. Jeder kennt sie im Verkauf und keiner mag sie. Die Rede ist von Einwänden. Doch sind Einwände wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Diese und weitere Fragen, die klären wir in diesem Video. Außerdem verrate ich dir die einfachste und zugleich effektivste Methode, mit der du jeden Einwand spielend beantwortest. Und am Ende des Videos zeige ich dir noch meine zwei Lieblingsantworten auf die Einwände zu teuer und ich muss noch überlegen. Wenn du Produkte oder eine Dienstleistung am Telefon verkaufst und mehr Neukunden gewinnen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und heute geht es darum, Einwände sind wie ein Stein im Schuh. Wenn man sich nicht darum kümmert, dann wird es unbequem beim Weitergehen. Und meine erste Schulung zu dem Thema, die war vor über 30 Jahren. Ich bin ja so ein alter Dinosaurier schon. Und auch heute noch sagen Kunden die gleichen Dinge wie zu teuer, keine Zeit, kein Interesse, ich muss mich besprechen, muss mein Mann, meine Frau, mein Hamster, mein Hund fragen und so weiter und so fort. Einwände sind aber nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich anzutreffen. Ja, das ist also immer von Vorteil, wenn du dich mit dem Thema intensiv beschäftigst. Denn hier entscheidet sich, ob du dein Produkt, deine Dienstleistung oder auch nur mal im privaten Bereich deine Meinung oder Idee durchsetzen kannst. Willst du also mehr vom Leben haben, dann ist dieses Video hier genau richtig für dich. Leider interessieren sich die meisten Menschen nicht oder nicht ausgiebig genug mit den Meinungen oder für die Meinungen anderer Menschen. Und nichts anderes sind Einwände ja. Es ist nur die Meinung einer anderen Person, mehr nicht. Dadurch entsteht in der zwischenmenschlichen Kommunikation entweder Streit oder ein Missverständnis. Geht man zudem nicht auf das, was eine andere Person gesagt hat, ein, dann fühlt sich die Person nicht wertgeschätzt. Das Resultat, du verlierst deinen Gesprächspartner, verspielst wertvolles Vertrauen und irgendwann sagen Leute zu dir, du hörst mir ja eh nie zu. Auf Einwände einzugehen, das ist also keine Option, sondern elementar wichtig. Nochmal, Reminder, Stein im Schuh. Außerdem werten die meisten von uns Einwände als Angriff auf die eigene Persönlichkeit. Doch warum beschäftigen sich so wenige Verkäuferinnen und Verkäufer mit dem Thema? Immerhin kommen ja jeden Tag die gleichen Kundeneinwände. Sich nicht darauf vorzubereiten, ich drück's mal vorsichtig aus, ist ja ziemlich unklug, oder? Dennoch passiert es immer häufig und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, woran liegt das? Und ich glaube, dass die meisten Menschen einfach zu bequem sind und dass die gängigsten Methoden vielleicht auch einfach zu kompliziert sind. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Verkäuferinnen und Verkäufer und auch leider viele Verkaufstrainer den Fehler begehen, indem sie Worte des Widerstands in ihre Einwandbehandlung einbauen, die dort auf gar keinen Fall was zu tun haben. Das sind zum Beispiel Worte wie aber, in der Wortkombination ja, aber oder wieso, weshalb, warum oder müssen bzw. muss. Falls du was zu schreiben hast, dann schreib ab hier jetzt gerne mal mit. Falls nicht, dann stopp das Video hier jetzt ganz kurz, denn das, was ich dir jetzt sage, das ist unglaublich wichtig. Okay, ready? Das Wort aber soll immer das, was zuvor gesagt wurde, ersetzen. Antworte ich auf einen Kundeneinwand, wie zum Beispiel das mir zu teuer, mit einem ja, aber dann, hat mein Gesprächspartner das Gefühl, ich will ihm seine Meinung wegnehmen, sie durch meine Antwort ersetzen. Daraus entsteht dann sowohl privat als auch beruflich eine sogenannte Prestigediskussion, bei der jeder der anwesenden Gesprächspartner nur noch Recht bekommen möchte und seine Meinung durchsetzen will. Die beiden Parteien stehen dann gegenüber und dann geht der Kampf los. Es ist im Privaten der Geburtsort von Streit und im Beruflichen meistens das Ende des Verkaufsgespräches, weil sich der Kunde nicht wohl und nicht wertgeschätzt fühlt. Setze das Wort aber nur ganz gezielt und wohlüberlegt ein, aber auf gar keinen Fall bei deiner Einwandbehandlung. Die Worte wieso, weshalb, warum, die solltest du, soweit es geht, aus deinem Vokabular verbannen. Es sind alles Worte, die dein Gegenüber in eine Rechtfertigungsrolle bringen. Oftmals verbunden vielleicht mit Erinnerungen aus der Kindheit. Ja, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dann hat vielleicht jemand gesagt, wieso hast du das gemacht oder warum denn und so weiter. Und niemand möchte sich gerne rechtfertigen, weder privat und schon gar nicht in einem Verkaufsgespräch. Die Frage, warum wollen sie denn nicht kaufen oder warum wollen sie denn das Angebot nicht? Als Beispiel, als plumpes, bringt einem im schlimmsten Fall nur die Antwort ein, das geht sie gar nichts an. Und das muss ja nicht sein.
Das Wort müssen ist wie so Öl ins Feuer gießen. Niemand möchte gerne gesagt bekommen, was er zu tun oder zu lassen hat. Wir Menschen lieben nun mal unsere Freiheit. Verwende ich in meiner Kommunikation das Wort müssen oder da musst du das und das machen zum Aufruf einer bestimmten Handlung, dann laufe ich Gefahr, dass mein Gesprächspartner zu mir sagt, weißt du was, sterben muss ich, sonst gar nichts. Alle Techniken und Methoden, die ja, aber, wieso, weshalb, warum, und müssen, muss und so weiter beinhalten. Die fallen also schon mal raus. Also warum eigentlich Techniken erlernen, wenn man doch die ganzen Sätze einfach auswendig lernen kann, die funktionieren? Ganz einfache Antwort. Du verstehst dann die psychologischen Hintergründe nicht. Ich kann dir natürlich sagen, welche Sätze gut funktionieren und kann dir die auch vorlesen. Dann kannst du die nachmachen. Funktioniert auch. Aber du verstehst dann die Hintergründe nicht. Die ganze Psychologie, die dahinter steht, ja, Einwandbehandlung, die sollte dir ja leicht fallen. Und du solltest dann später automatisch souverän in jeder Situation antworten können, auch wenn ich nicht dabei bin. Nur dann gelingt es dir authentisch und sicher, ein Gespräch in die Richtung zu lenken, wo du es hinlenken möchtest. Außerdem lernst du dann deine ganz persönliche Techniken zu leben und es ist egal, welcher Einwand kommt. Du hast dann immer die passende Antwort darauf. Du trainierst also Spontanität, das gibt dir dadurch mehr Sicherheit und später dann mehr Neukunden und auch Umsatz. Und Einwände sind dann, wenn du das gut kannst, nur noch eins, eine Informationsquelle, auf deren Basis du deine Unterhaltung positiv beeinflussen kannst. Da ich mich in den letzten 30 Jahren, ich habe es eingangs schon gesagt, sehr intensiv mit dem Thema Einwandbehandlung auseinandergesetzt habe, möchte ich dir meine ganz persönliche Technik an die Hand geben, mit der ich mittlerweile alle Arten von Einwänden beantworte. Ich nenne sie die Aikido-Technik, abgeleitet von der japanischen und defensiven Kampfkunst, bei der man die Energie seines Gegenübers nutzt. Das bedeutet, du nutzt in Zukunft die Aussagen deines Gegenübers als Vorteil und schlägst darauf basierend eine Lösung vor. Alles, was dir dann jemand sagt, kannst du für eure Unterhaltung positiv nutzen. Ja, mit der Aikido-Technik lernst du bei einem Einwand irgendwann den Vorteil zu sehen, obwohl dieser im ersten Moment gar nicht zu erkennen ist. Wenn ein Kunde zu dir sagt, das ist mir zu teuer, dann kannst du die Vorteile aus dieser Aussage ziehen und dann basierend darauf deine Einwandbehandlung machen. Ich mache dir mal hier ein Beispiel. Du rufst jemanden an und die Person sagt dir sofort direkt zu Beginn, ich habe kein Interesse. Klassischer Aufleger. Ja, die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer, die antworten an der Stelle, aber sie wissen doch noch gar nicht, um was es geht. Die fallen so verbal auf die Knie, beten, bitte, bitte, bleib doch dran. Ja, und in 30 Jahren habe ich aber noch nicht einen Kunden gesehen, der gesagt hat, ach stimmt, ich weiß ja noch gar nicht, um was es geht. Hier legen Sie erst mal los. Das passiert nicht. Der Kunde, der legt entweder sofort auf oder sagt dir dann, dass er keine Lust auf dich hat. Ja, wenn dir das bekannt vorkommt, dass Kunden direkt am Eingang des Gespräches auflegen. Dann versuch's mal mit der Aikido-Technik. Mal ein anderes Beispiel mit dieser Technik. Du rufst wieder jemand Fremdes an und die Person sagt dir direkt zu Beginn, kein Interesse. Ja, kennst du schon. Du antwortest jetzt aber anders und sagst, danke, dass Sie das gleich sagen, denn das ist der Grund, warum ich Sie heute anrufe. Ich mache Ihnen mal folgenden Vorschlag. Ich sage Ihnen ganz kurz, was ich von Ihnen möchte. Und wenn Ihnen das dann doch gefällt, dann bin ich Ihnen auch nicht böse, okay? Sagst du diesen Satz in etwa so, wie ich ihn dir gerade beschrieben habe, bleibt mindestens die Hälfte der Menschen, die du angerufen hast, dran und hört sich zumindest an, was du möchtest. Doch warum ist das so? Zerlegen wir doch mal den Satz in seine einzelnen Bausteine. Angefangen mit, danke, dass Sie das gleich sagen. Das bedeutet nämlich Wertschätzung. Du gehst auf das Gesagte kurz ein, nimmst den Einwand an und auch ernst. Als zweites, denn das ist der Grund, warum ich Sie heute anrufe. Das hat zum Zweck, dass ich den Kunden zum einen neugierig mache und zudem ist es genau das Gegenteil von dem, was der Kunde eigentlich erwartet hat. Denn die meisten, du weißt es, anderen Verkäuferinnen und Verkäufer, die sagen an der Stelle was anderes, nämlich, aber sie wissen doch noch gar nicht, um was es geht. Das kannst du dir natürlich zunutze machen und dich von der Masse abheben. Du bist anders, ergo bleibt dein Kunde dran. Wenn du dich traust, dann kannst du an der Stelle auch sagen, danke für Ihre Offenheit, das mit dem Interesse, das kommt gleich. Wollen wir wetten? Auch das funktioniert häufig, weil es erfrischend anders und ein klein wenig frech ist. Achte aber bitte darauf, dass es zu dir und deinem Angebot passt. Das mag nicht jeder Kundenstamm oder nicht jedes Klientel. Als nächstes kommt die Aussage, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Damit reichst du deinem Kunden die Hand
und gibst ihm gefühlt zumindest die Entscheidungsmacht zurück, weil es nur ein Vorschlag ist. Das klingt nach freiwillig. Und da die meisten Menschen harmoniebedürftig sind, nehmen sie Vorschläge besser an, als wenn man zu ihnen sagt, hey, das musst du jetzt machen. Und wieder hast du einen Teil mehr Menschen, mit denen du sprechen kannst. Und das Ziel ist ja, dass du so vielen Menschen wie nur möglich dein Angebot präsentierst. Und ganz am Ende des Satzes fragst du noch deinen Kunden, ob er damit einverstanden ist mit deinem Vorschlag. Sagt er hier ja, dann kannst du dich und dein Angebot vorstellen. Und dieser Satz funktioniert im Übrigen auch im privaten Bereich, wenn du jemanden ansprichst, weil du ihn oder sie kennenlernen möchtest. Lehnt nämlich eine Person im privaten Bereich ab, dann sagst du einfach, danke für deine Offenheit, ich mache dir folgenden Vorschlag, ich gebe dir jetzt erstmal einen Drink aus und wenn wir uns dann doch sympathisch sind, dann freuen wir uns beide, okay? Eins vorweg, ja, du wirst nach wie vor auf Menschen treffen, die dir dann einen Korb geben und keine Lust auf ein Gespräch mit dir haben. Aber, und hier will ich das ja jetzt bewusst ersetzen, du steigerst die Anzahl derer, die es dann doch tun. Ergo mehr Ansprache, mehr Möglichkeiten und automatisch mehr Neukunden oder auch Dates. Die Aikido-Technik, die setzt sich aus folgenden Elementen zusammen und kann auf alle Einwände angewandt werden. Spielt keine Rolle, welcher Einwand das ist. Erstens Wertschätzung und Respekt. Zweitens Boomerang, also genau deswegen rufe ich sie heute an oder spreche ich mit ihnen oder was auch immer. Als drittes Vorschlag, Lösung und als viertes Abschlussfrage, Einwand. Also nicht die Abschlussfrage in deinem Gespräch, kann es auch sein an der Stelle, aber du möchtest deinen Einwand abschließen. Sind sie mit meinem Vorschlag einverstanden? Okay, hier mal noch zwei weitere Beispiele aus dem Coaching-Bereich. Ja, das lässt sich aber auf alle anderen Bereiche auch anwenden. Ich hatte dir am Anfang ja versprochen, meine Lieblingsantworten auf zu teuer und ich überlege es mir noch zu verraten. Wenn zum Beispiel zu mir ein Kunde sagt, Uwe, das ist mir zu teuer, dein Coaching, dann sage ich ab und an mal, je nachdem, ob es gerade passt, danke für deine Offenheit und genau deswegen sprechen wir heute. Denn wenn du selbst oder deine Mitarbeiter weniger Umsatz machen, dann wird's richtig teuer. Ich mache dir mal folgenden Vorschlag. Lass uns mal ganz kurz die mögliche Zusammenarbeit besprechen, damit du siehst, wie schnell sich deine Investition wieder einspielt. Okay? Das klingt jetzt ein bisschen gestellt, klar. Ich formuliere das auch immer wieder anders, aber es geht um den Sinn in dieser Aussage. Was ist denn ein Coaching? Ein Coaching ist eine Investition in die Zukunft. Ein Coaching, ein gutes, kostet nichts. Ein Coaching ist eine Investition, die sich wieder einspielt. Das heißt, es sind kurzfristige Kosten. Ja? Anders ist es, wenn du dann Coaching nicht buchst, kann der Weg bis an dein Ziel auch sehr teuer werden. Viel teurer als mit Coaching. Wenn, und das ist immer der Fall, dass Coaching gut ist. Ich habe noch einen zweiten Satz aus meinem Bereich. Ich habe ja noch Zeit oder ich will es mir überlegen. Das höre ich sehr häufig, wenn Menschen ja sich noch nicht entscheiden können oder dann sagen, Mensch, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, das kann ich mir ja noch überlegen. Und darauf sage ich dann immer, okay, kein Thema, das kann ich gut verstehen. Genau deswegen habe ich dich ja heute auch angerufen. Du hast ein tolles Angebot, eine tolle Dienstleistung und ich denke, dass du mit dieser Dienstleistung vielen Menschen helfen kannst. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Lass uns einmal ganz kurz besprechen, wo du in 2 bis 3 Monaten durch mein Coaching stehst. Und deine Kunden, die brauchen dich ja auch jetzt und nicht erst in einem Jahr. Da sind die ja schon längst woanders hin. Einverstanden? Also der Sinn ist natürlich darin, dem Gegenüber zu verstehen zu geben, dass je länger er wartet, umso weniger kann er anderen Menschen mit seiner Dienstleistung helfen. Denn oft ist es nicht die Dienstleistung an sich, sondern die Art und Weise, wie sie vermarktet wird, jetzt in meinem Bereich. Das heißt, möchte ich jemand helfen und der sagt dann, ich mache das in 3-4 Monaten. Ich möchte ihm aber beibringen, wie es ist, wenn man Dinge direkt geregelt bekommt, also wie man Aufschieberitis, Prokrastination vermeidet. Dann wäre ich ein schlechter Coach, wenn ich dem sagen würde, alles klar, überleg's dir. Das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was ich ihm beibringen möchte. Ich möchte ihm beibringen, die Dinge sofort zu erledigen. Also muss ich ihm helfen mit einer guten Einwandbehandlung und ihm ein Argument liefern, das er auch versteht. Und je nach Bereich, in dem du tätig bist, kannst du diese Formel anpassen. Ich habe es dir gesagt, die funktioniert in jeder Branche, völlig unabhängig, ob du Handys, Versicherungen, IT-Produkte, Dienstleistungen, Coaching, Autos oder was auch immer verkaufst. Sogar bei eBay Kleinanzeigen funktioniert das. Die Formel ist immer gleich. Deswegen mache ich dir jetzt folgenden Vorschlag. Buch dir ein kostenloses Gespräch mit mir, bring deine Einwände mit und wir finden innerhalb von wenigen Minuten die perfekte Antwort darauf. Das verspreche ich dir. Und wenn du darauf Lust hast, dann freue ich mich auf deinen Anruf. Den Link findest du unter diesem
Video, denk ans Abo und die Glocke. Bis bald, dein Uwe.